Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um was für die Fahrradfahrer unter euch oder die eine Fahrradwerkstatt vielleicht haben. Kann man aber sicherlich auch fürs Auto gebrauchen. Ich habe nämlich eine mobile Luftpumpe von Strike Plus hier vorliegen. Und wenn dich das Thema interessiert, dann solltest du jetzt dranbleiben. Ja, mobile Kompressoren und mobile Luftpumpen sind ja sehr, sehr beliebt. Manchmal hatten wir ja schon vom Discounter einige mobile Kompressoren. Allerdings war es da natürlich immer so, dass die immer noch ein Stromkabel benötigt haben, also einen Stromanschluss. Es gibt auch mobile Luftpumpen, so wie in diesem Fall von Zeig Plus, welche über Akku funktionieren und welche dann beim Fahrrad zum Beispiel eingesetzt werden können, beim Mountainbike, beim Motorrad, bei Schubkarren, wenn ihr irgendwas anderes aufpumpen wollt, aber auch für Autoreifen. Denn diese Pumpe hat die Möglichkeit, bis zu 10 Bar an Druck zu liefern und das Ganze dann auch so lange zur Verfügung zu stellen, bis der Reifen dann gefüllt ist. Die Füllgeschwindigkeit ist natürlich dabei etwas langsamer. Man kann davon ausgehen, dass wir einen Reifen dann in 2 bis 3 Minuten aufgefüllt haben. Jetzt ein Fahrradreifen zum Beispiel und ein Autoreifen, der kann mal 8 bis 10 Minuten dauern. Aber immerhin, wenn der irgendwie platt sein sollte, geht natürlich mal davon aus, dass der Reifen dann ganz platt ist. Wenn ihr da nur was nachfüllen möchtet, dann geht das natürlich etwas schneller. Und je nachdem, wie viel Luft ihr dann entnehmen möchtet, kann das natürlich auch für bis zu 4 Autoreifen hinreichen. Ausgelegt ist er halt für 3 komplette Reifen beim Auto, wenn die allerdings komplett platt sind. Wir haben einen Akku verbaut, einen 2600 mAh Akku. Das Gerät wiegt etwa 461 Gramm. Von der Größe her kann man sagen 36 x 65 x 172 mm. Und aufladen tun wir das Ganze über USB-C und das Ganze geschieht dann innerhalb von 2 Stunden. Ich würde sagen, ich packe es mal aus und wir gucken es uns etwas genauer an. So sieht das Ganze dann ausgepackt aus. Mitbekommt ihr natürlich hier auch eine ausführliche Bedienungsanleitung, die ist sogar mehrsprachig gehalten. Wir haben hier so ein kleines Samttäschchen oder ja, auf jeden Fall ist es ein Täschchen. Und da können wir das Ganze dann drin verstauen, wenn wir das Ganze im Rucksack mithaben wollen, wenn wir vielleicht Mountainbiken sind oder so oder vielleicht im Auto irgendwo verstauen möchten als Notkompressor, dann können wir das darin natürlich prima tun. Wir haben hier ein Ladekabel mit dabei, ein Ladeadapter selbst ist nicht mit dabei. Ich verlinke euch allerdings unten neben dem Produkt auch einen Ladeadapter, falls ihr sowas nicht habt. Ansonsten könnt ihr den natürlich auch am PC, am Laptop überall laden, wo ein USB-Anschluss vorhanden ist. Wir haben hier auch ein paar Aufsätze gleich mit dabei. Eine Ballfüllnadel ist mit dabei. Hier ist nochmal so ein Aufsatz. Ich glaube, der ist hauptsächlich dafür da, um Luftmatratzen oder sowas aufzupumpen. Und wir haben hier noch andere Aufsätze mit dabei. Grundsätzlich ist es allerdings ausgelegt für Autoventile. Und ihr kennt das, ihr könnt natürlich auch alles andere damit füllen, denn es gibt für alles natürlich auch Adapter. Wir haben hier so einen kleinen Schlauch mit dran. Wir brauchen nicht die ganze große Pumpe da irgendwo an unser Ventil ranfummeln, sondern wir können das Ganze hier ganz bequem über diesen flexiblen Schlauch dann generieren, sodass wir dann auch an versteckte Stellen beim Kinderfahrrad oder so ist das immer ein bisschen problematisch, weil die Speichen da etwas kürzer sind. Da können wir das Ganze dann natürlich prima aufstecken. Schauen wir uns das Gerät erstmal an. Das liegt erstmal sehr fein in der Hand. Das hat so einen metallischen Look, sage ich mal, oder fühlt sich auch metallisch an. Das wird wahrscheinlich auch irgendwie so ein Aluminium oder Leichtmetall auf jeden Fall sein. Hier unten haben wir dann die Ansaugbrücke, möchte ich fast sagen. Also da wird dann die Luft darüber auch angesaugt. Da unten befindet sich der USB-C-Anschluss, ist natürlich sehr modern gemacht. Hier oben drauf haben wir ein Bedienelement mit LED-Anzeige. Schauen wir erstmal oben, was nämlich auch noch besonders ist, dass wir hier auch noch eine Taschenlampenfunktion verbaut haben. Das heißt, hier ist eine LED mit dabei und dann können wir dann theoretisch das Ganze auch als Notleuchte benutzen. Oder wenn wir irgendwo etwas verloren haben oder sowas, dann können wir das damit dann suchen. Und hier oben wird der Schlauch dann angeschlossen, da ist dann die Ventilbrücke. So, schauen wir erstmal in die Bedienungsanleitung rein, wie lange hier die Füllzeiten sind. Ich glaube, das kann man so am besten sehen. Drückt ansonsten einmal kurz auf Stopp. Hier Auto zum Beispiel mit 2,3 bis 2,5 Bar. Dauert, wie ich vorhin schon gesagt habe, etwa 8 bis 12 Minuten. Und da können wir dann 2 bis 3 komplett entleerte Reifen dann auch mit füllen. Wir werden das gleich auch alles nochmal ausprobieren. Und Motorrad, Basketball steht hier noch mit dabei, Rennrad, Mountainbike. Da könnt ihr euch dann dran orientieren. Beim Mountainbike können wir sogar bis zu 18 Reifen füllen, je nachdem, welche Füllmenge da natürlich erreicht werden soll. Das ist also schon recht ordentlich. Wenn ihr vielleicht auch im Fahrradsport unterwegs seid oder Motorradsport oder sowas, da ist sowas sicherlich auch hilfreich, zumindest wenn ihr irgendwo Auto unterwegs seid. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Bedienung des Gerätes an. Die ist nämlich sehr, sehr einfach. Ich drücke hier einmal in der Mitte auf diese Taste.
Und dann springt das Ganze hier schon an und ihr seht, das ist wirklich sehr gut leserlich. Das ist auch von allen Seiten sehr gut leserlich. Und wenn das natürlich nachts dann ist, wenn ihr da was ablesen müsst, dann könnt ihr das natürlich auch prima tun. Und ihr seht, unten links in der Ecke ist so eine kleine Batterieanzeige. Das Gerät ist jetzt vollgeladen. Und wir haben das Ganze auf Bar gestellt. Wir können natürlich auch PSI einstellen. Das kommt natürlich darauf an, was wir dann einstellen. Wir können hier diesen kleinen Pfeil an der Seite einmal drücken und dann können wir hier schon vorgewählte Luftdrücke durchseppen. Wir können hier einmal das Fahrrad, dann können wir hier das Motorrad oder Mofa oder Roller oder sonst irgendetwas einstellen. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze auf Auto zu stellen. Da ist der vorgemerkte Druck schon bei 2,5 bar und wir können hier einen Basketball nehmen mit 0,5 bar. Und wenn wir das Ganze ändern wollen, gehen wir zum Beispiel mal hier auf Fahrrad, dann drücken wir einfach diese Plus-Minus-Taste. Dann können wir hier in 0,05er Schritten das Ganze etwas abstufen oder eben weiter nach oben bringen. Das ist nämlich die Vorwahl. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen 3 bar erreichen, dann blinkt das jetzt ein paar Sekunden noch. Und wenn das dann auf 0 steht, dann wird dieser Druck dann auch aufgefüllt. Das heißt, wir drücken dann auf Play sozusagen. Wir starten das Ganze und dann fängt er an zu pumpen, bis 3 bar dann auch wirklich erreicht sind. Wenn müsst ihr natürlich vorher anschließen, das sollte klar sein. Aber ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. So was Ähnliches hatten wir auch schon bei den mobilen Kompressoren. Wenn ihr lieber einen mobilen Kompressor sucht, vielleicht, ich habe euch unten dazu auch noch mal ein paar Videos verlinkt. Ich starte den jetzt mal ganz kurz, damit ihr hier mal die Lautstärke hört. Der ist nämlich nicht leise. Ihr seht hier oben drauf. Den mal wieder aus zwischendurch. Naja, es ist erträglich. Wir können gleich mal messen, wie laut das Ganze ist. Wir haben hier die Möglichkeit, mit dieser rechten Taste das Ganze hier vorne einzuschalten. Und ihr seht, das ist auch recht hell. Obwohl ich hier eine richtig starke Beleuchtung habe, könnt ihr trotzdem hier den Lichtschein erkennen und ihr seht, was das Gerät dann eben leistet. Ich hole mal eben Soundlevelmeter. Und dann mache ich das Ganze jetzt nochmal an. Wir gucken mal, was das Soundlevelmeter. Ich lasse das einfach mal daneben. Das ist natürlich jetzt kein repräsentativer Wert, weil in der Regel muss man dann natürlich einen Meter entfernt sein oder dann speziell eine Testvorrichtung haben oder sowas. Aber einfach mal, dass wir hier eine ungefähre Lautstärke einmal haben. Ich mache den jetzt nochmal an. So. Ich denke, wenn ich jetzt einen Meter weg bin, dann bin ich etwa bei 70, 75 Dezibel und ihr habt so gesehen, so sind wir etwa bei 89, 88, 87 Dezibel. Und das ist auf jeden Fall wesentlich leiser als ein normaler Hauskompressor, die so bei 96, 99, 106 Dezibel liegen. So, ich habe jetzt hier einen Autoreifen, der muss mit 2,3 bar gefüllt werden. Der ist irgendwie so mit 2 bar voll. Jetzt werde ich das Gerät einmal hier starten, damit ihr gleich mal seht, was ich jetzt noch euch zeigen möchte. Wir haben nämlich hier am Ventil die Möglichkeit, das Ganze aufzudrehen. Das schottet dann auch ab, ohne dass hier Luft noch extra verloren geht. Sowohl beim Abnehmen als auch beim Draufschrauben zischt es hier nicht. Und ich kann das jetzt hier einmal draufdrehen und ihr seht, wenn dann die Baranzeige hier drauf ist, dann sehen wir auch, habt ihr was zwischengehört? Ich nicht. Dann sehen wir auch, wie der Reifen hier gefüllt ist und jetzt können wir hier natürlich schon unsere Vorwahl treffen, nämlich Auto und sagen dann, wir wollen 2,3 bar haben. Dann speichert er das Ganze natürlich ab und wir sind jetzt bei effektiv 2,15 bar und dann starten wir das Ganze. Ihr seht, wenn er über 2,3 bar kommt, jetzt ist er sogar 0,05 bar etwas drüber. Aber ich denke mal, das ist hier im Rahmen. Er schaltet auf jeden Fall dann automatisch ab. Ihr könnt das natürlich selbst manuell jederzeit unterbrechen, indem ihr den Ein-Ausschalter hier drückt und dann könnt ihr das Ganze dann auch stoppen. So, jetzt drehen wir das Ganze mal ab. Und ihr habt gehört, da hat nichts gezischt. So soll das sein. Es geht also keine Luft da noch extra verloren. Und das war es auch schon. So, dann wollen wir jetzt mal am Fahrrad schauen.
So, ihr seht, ich habe 4,2 Bar auf dem Rad drauf. Ich kann bis 5,8 hochgehen und ich denke, ich bin immer so bei 5,1 eigentlich gefahren. Was jetzt noch ganz wichtig ist, ist, wenn wir hier die Fahrradversion wählen, da haben wir eine Begrenzung nach oben. Werdet ihr das gleich sehen. Und zwar geht das nur bis 4,45 Bar. Aber wir haben noch die Möglichkeit, das Ganze einmal frei zu stellen, das heißt ohne jegliche Voreinstellung, und dann können wir die Bar, die wir benötigen, oder PSI könnt ihr auch einstellen, können wir dann etwas weiter nach oben schrauben. Zwar stelle ich das jetzt auf 5,1, dann übernimmt er das Ganze und zeigt dann wieder den aktuellen Luftdruck an. Und dann starten wir. Und ihr seht, da schaltet er auf jeden Fall zuverlässig bei 5,1 auch ab. Und hier haben wir wieder das Gleiche, nämlich wenn ich das hier abdrehe, dann zischt es hier nicht raus. Sondern nur ganz minimal, man hört wirklich nur so ein ganz kleines Pff. Und dann ist das auch ab. So, ihr habt die Pumpe jetzt im Einsatz gesehen. Ich denke, das war recht eindrucksvoll. Also ihr könnt damit tatsächlich auch Autoreifen aufpumpen und das in wirklich Windeseile, wenn man das so will. Wenn die Reifen natürlich leer sind, dauert das natürlich wesentlich länger, als wenn ihr da nur ein bisschen Luftdruck dazugeben wollt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Gerät hier haltet, ob ihr sowas vielleicht auch schon zu Hause habt. Ich verlinke euch das Produkt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Es gibt von der gleichen Firma noch einige andere Geräte. Wer sagt, ich möchte eine andere Form haben oder ich brauche nicht ganz so viel Leistung oder ich brauche kein Metallgehäuse, mir reicht Plastik auch hin. Ein bisschen schwerer ist bei mir auch kein Problem. Dann könnt ihr euch die anderen Modelle auch anschauen. Werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und dann gebt mir euer Feedback ab, was ihr zu dieser Pumpe hier so denkt. Wenn euch das Video auf eine Idee gebracht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch unterhalten hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so bekommt ihr weiterhin YouTube-Videos von mir vorgeschlagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.